Hallihallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein Herbstmarble-Baum-Design für euch. Ich weiß, dass ich bei den Namen noch etwas Verbesserungspotenzial habe. Dafür gibt es aber heute sozusagen zwei Videos, denn Sannys Nageldesign und ich haben uns zusammengelegt, damit es zwei Videos gleichzeitig gibt. Habt ihr übrigens gesehen, da unten ist mein Kanal und YouTube sagt mir, ich kann mich nicht selber abonnieren. Danke, YouTube. Danke, YouTube. Auf jeden Fall ist das das Design und von dem ich gesprochen habe. Und ich verlinke es euch natürlich sowohl das Video als auch der Kanal überall, wo man Sachen verlinken kann, damit ihr danach da auch noch vorbeischauen könnt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich zu meinem Baum. Meine Basecoats sind schon drauf, falls ihr nicht wisst, warum ich drei Basecoats, drei Schichten drauf tue. Ich verlinke euch dazu auch noch ein Video. Das Ganze erklärt wird. Und da mein Gold nicht wirklich deckend ist, habe ich noch eine Schicht Weiß drunter gemacht. Müsst ihr aber eigentlich nicht machen. Jetzt geht es zum eigentlichen Teil des Baums, denn also zur Dry Marble Technik. Ich hab herausgefunden, dass es eigentlich besser ist, mit der hellen Farbe zu beginnen und dann ein bisschen der dunkleren mit reinzumischen und dann immer weiter und so fort, bis ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden seid. Und hierfür ist ein Dotting Tool eigentlich sehr hilfreich. Falls ihr keins habt, verlinke ich euch zu dem ganzen anderen Zeug, welches ich euch verlinke, auch noch ein Video über, wie ihr Dotting Tools ganz einfach selber machen könnt. Und zum Baum gehört ihr doch den Stamm. Dafür braucht ihr einen feinen Pinsel, falls ihr den auch nicht habt. Sollte eigentlich ein Zahnstocher auch funktionieren. Ich habe zwar noch nicht ausprobiert, aber theoretisch sollte es funktionieren. Und da kommen jetzt natürlich noch Äste mit dazu, als ein Baum. Ja, falls ihr übrigens noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt schnell nachholen, weil ich mich dann nicht selber abonnieren kann. Viel Spaß. Falls euch das Ganze hier gefällt, dann abonniert doch. Und falls nicht, ist auch okay. Und ja, eigentlich könnt ihr das Design so lassen, aber mir war es irgendwie zu leer und darum habe ich mit der gleichen Technik noch so sagen Blätter, die runtergefallen sind, gemalt. Und das Coole daran ist, es sieht ein bisschen so aus wie ein French Tip, auch natürlich nicht der klassische, aber so inspiriert durch French Tip. Sein. Und ja, das war's. Hier kommt natürlich noch Topcoat drauf, damit das Ganze auch schön lange hält und glänzt. Und ich würde sagen, gehen wir über zum roten Teil. Denn ich habe ja viel auf Basecoat drauf gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, das Nageldesign natürlich, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da und jetzt geht's rüber zu Sannys Nageldesign und schaut noch ihr Video.